Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich habe hier aus dem 24/7 Kiosk gefunden Fresh Jelly Energy Geschmack. Fresh Jelly Energy Geschmack. Also bleibt dran. Ja, Fresh Jelly Energy Geschmack ohne Koffein und ohne Taurin und es ist Sparkling. Und mal gucken, was das noch ist. Pfandig ist es auch. Und der Becher bleibt heute mal trocken, denn man sieht gleich, was drin ist. Das finde ich. Diese neuen Dosen, diese aus Plastik gemacht, ich finde die unheimlich cool. Ja? Ja, da hast du nur ein Minimum an Aluminium. Das reimt sich sogar. Und du hast hier. Hier siehst du gleich, was abgeht. Abgebildet darauf sind lauter Gummibärchen. Ja, das ist so krass. Lauter Gummibärchen, deswegen ist das mal wieder ein Highlight. Jetzt ist aber so, dass irgendwie das sehr, sehr klein. Hoppla. Jetzt mache ich mir schon die Brille kaputt. Ja, die ist eh kaputt, die Scheiße. Die Brille ist eh ein bisschen. Im Arsch. Ich kaufe mir dann mal die. Habe ich ganz billig gekauft. Ich kaufe mir mal eine neue. Scheiß Dreck da. Machen wir es so. Warum auch nicht? Ja, man muss improvisieren können. Man muss wie sie improvisieren. So, jetzt. Ja, so geht's auch. Machen wir. Also, Energie hat das Teil. 203 Kilojoule, das heißt 48 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Ist gar nicht mal so übel. Ich habe das ins Auge gekriegt, Alter. Weiter geht's. Oh. 11,5 Gramm Kohlenhydrate, davon 11,5 Gramm Zucker. Wow. Also, das ist schon ganz schön zuckerlastig. Ich muss mal sehen, wenn ich demnächst mal vorbeikomme, kaufe ich mir noch ein zweites. Und guck, wie lange das haltbar ist. Das kommt natürlich auch zu den Getränken dazu, die ich mit Absicht ablaufen lassen will. Wie lange ist das haltbar überhaupt? Siehe Dosenboden. Ja, okay. Wo ist der Dosenboden? Ah ja, okay. Ist haltbar bis. Oh. Bis 16.10.24 ist also nicht besonders lang haltbar. Da bin ich gespannt, wie sowas nach 5 Jahren, nachdem es abgelaufen ist, ungefähr, dann aussieht. Ja. Aber bisher sieht es noch geil aus. Sieht aus wie. Ja, wie Apfelsaft quasi. Na, oder wie Urin. Ja, aber hier diese Gummibärchen, also ich finde das total fresh und cool, ja, deswegen 5 Sterne fürs Design. Und dann öffnen wir mal. Ja, das klingt natürlich nicht ganz so nach Dose, klingt ein bisschen so, als ob man eine Papierdose aufreißen will und ist auch ziemlich einfach, aber die Dosen sind sehr, sehr fest. Das riecht fruchtig, riecht es auf jeden Fall. Ja, Prost. Oh. Also, da kann man nichts sagen. Es schmeckt. Ja, also nach. Ja, also Gummibärchen sind drauf, aber ja, nach Gummibärchen schmeckt es bedingt, würde ich sagen. Es schmeckt eher nach einem Energy-Drink, dafür nach einem guten Energy-Drink. Also kann man nicht so meckern. Es schmeckt nach Energy, es ist kein Koffein, kein Taurin drin, offensichtlich, aber es schmeckt ganz toll nach Energy. Es schmeckt wie. Pfft.
Es gab da mal einen Energy-Drink, der hieß Pitbull. So ähnlich schmeckt es, oder so wie ein Zwischending zwischen Pitbull, Big Pump und Golden Eagle, würde ich schätzen. Guckt euch das Design mal an, geil. Also geschmacklich, ja, wenn ich was, allein der Geschmack würde mich schon wach halten, glaube ich. Ich würde sagen, geschmacklich kriegt er von mir 5 Sterne. Ja, super geil. Bin sehr begeistert. Ja, ich bin mal gespannt, wie es euch schmeckt. Kennt ihr das? 24/7 Kiosk habe ich auch schon getestet. Da ist es natürlich ein bisschen teurer. Ich glaube, der hat 2,50 gekostet. Ja, wie steht ihr zu so Sachen? Mögt ihr 24/7 Kiosk? Ich finde es gar nicht mal schlecht. Und da findet man oft auch importierte Sachen. Deswegen finde ich es geil. Da gucke ich bei jedem mal vorbei. Ja, ich würde sagen, lasst ein kleines Like da, lasst einen Kommentar da. Die Glocke nicht vergessen und gute Fahrt, Jungs und Mädels.